Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Origins. Ja, wir wollten noch ein paar Nebenmissionen machen, ehe wir uns dann der Hauptmission wieder widmen. Das heißt hier drüben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, so um die 8 circa. Aber dann machen wir die Hauptmission weiter. Sonst nimmt das vermutlich niemals ein Ende. So, kicken wir mal. Fangen wir hier an, oder? Gründungsvater. Ich wollte deine ID machen. Hab mich jetzt voll verschluckt. Ah. Gut. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass noch so viele Folgen kommen werden. Zeus wird unseren Gründer beschützen. Philaketai, bitte. Bist du ein Beschützer? Ich bin kein Philaketai. Ich bin ein Magi. Oh ja, aber natürlich. Das hätte ich sehen müssen. Diese Leute verstehen nicht, dass unsere römischen Freunde zivilen Ungehorsam nicht mögen. Warum protestieren sie? Sie fürchten, dass mit unserem Gründer etwas nicht stimmt, dem großen Bathos. Der Centurio hat das Grab verschlossen. Man munkelt, er habe die Toten geschändet. Er hinterließ eine gekritzelte Nachricht und ging zurück zur Akropolis. Bitte, jemand muss der Sache nachgehen, ohne die Römer zu alarmieren. Und wenn dieser jemand irgendetwas findet, könnte er mich hier treffen. Und ich helfe ihm gern. Das Grab des Bottoms wird auf Befehl des römischen Volkes geschlossen. Wer versucht, sich Tote zu verschaffen, wird mit dem vollen Härte des Gesetzes bestraft. Centurio Casus Albus. Vermutlich von oben, wa? Auch die Griechen halten ihre Toten in Ehren. Und jetzt leiden sie genau wie Ägypter. Lea, Alkohol und Dummheit ist keine gute Kombination. Haben die Römer keinen Respekt vor den Toten? Die Gruft wurde geplündert. Die Römer haben nach etwas gesucht. Irgendwas fehlt hier. Mit diesem Medaillon brachte er Frieden und Ordnung in unsere Stadt. Wer diese Relikte besitzt, hält das Schicksal unserer großen Stadt in den Händen. Heli-König Bottos mit seinem Bogen bezwang er unsere Feinde und alle Feinde des Sonnengottes. Deshalb hat Apollon ihn belohnt, indem er ihm einen Bogen gab, der so straff gespannt ist, dass man damit einen Adler vom Himmel schießen konnte. Der Gründer wurde wohl mit diesen Schätzen begraben. Der Bogen und das Medaillon sind fort. Die Römer sind kaum besser als Grabräuber. Jetzt erfahren die Griechen, wie die Ägypter sich fühlen. Wenn das Land, die Toten und die Relikte von einer Invasionsmacht entweiht werden. Südlich von Kyrene in den grünen Bergen gibt es einen See, dessen Wasser aus einem magischen Bach kommt. Ich werde in der Quelle dieses Magie sein, wo das Wasser aus dem Nichts entspringt. So, ich muss wieder hoch.
Okay, hab beide. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Er steht hier einfach und schläft. Das ist ein pfiffiges Kerlchen. Relativ viele getötet, oder? Schon. Wieder nur eins von vier, alter Mann. Das muss Batus Bogen sein. So, easy. Der wundert sich jetzt und kriegt auch eine Klinge im Kopf. So, schön.
Keine Ahnung. Battos Medaillon. Der Priester wird froh sein, die Relikte wiederzusehen. Aber wo sind die Schätze, Mann? Ach guck, da ist der andere. Okay, alles klar. Dann müssen wir hier erstmal rein. Hey, hast du einen Knall? Hä? Ach, das ist die Haupt... Denkst du etwa, ich kann nicht spüren, wie du in den Schatten umherschleichst, Bayek von Siva? Ich folgte deiner Spur von Mord und Wahnsinn den ganzen Weg von meiner Heimat aus. Und nun verantwortest du dich für meines Sohnes Tod, Römer? Nein, Ägypter. Nun verbeugst du dich vor deinem Gott! Mörder meines Sohns, meiner Freunde! Warum hast du mich nicht damals in Alexandria getötet? Du hättest dem Orden beitreten sollen. Du brauchst uns. Doch du wähltest Sklaverei. Der Mörder meines Sohnes verkriecht sich in einem Tempel. Dein Magi-Freund Hepzifer hatte auch so eine störrische Art. Wie dein Sohn. Was seid ihr denn? Das sind nichts als Tricks! Deine Zeit auf diesem Land ist vorbei! Dein Wille wird schon brechen, irgendwann. Wie bei allen anderen. Meine Macht. Mein Potenzial. Spürst du das nicht? Also,
Du bist doch nur ein Bauer. Kameltreiber und Mistkäfer. Mehr gibt es in Ägypten nicht. Komm, du Sausack. Du hast meinem Sohn das Jenseits verwehrt. Wo bist du? Hey. Genug! Stell dich mir! Mann, komm doch auch her. Ich schneide dir das Herz auf. Du bist kein Gott. Du bist nicht mal ein Mann. Du wirst in der Duat gerichtet. Was ist er denn? So, hab ich dich, du kleiner Strolchjunge. Boah. Er war ein Kind, Flavius. Mein Kind! Diese eine Sache bereue ich nicht in meinem Leben. Du sollst nie zur Ruhe finden. Durch den Tod deines Sohnes hat sich der Orden mir gebeugt. Und auch Cäsar. Ich hatte Rom. Er verschaffte mir ein Imperium mit 1000 Söhnen, jeder größer als der vorangegangene. Yeah! Komm schon, bring es zu Ende, du Feigling, du verschwendest meine Zeit. Ich kann es nicht. Schon gut, Papa. Ach du Scheiße. Nein. Ich verliere dich für immer. Nicht für immer. Ich werde im Gefilde der Binsen auf dich warten. Oh Mann, wie heftig. Zerreißt ein das Herz. Das Relikt darf nie wiedergefunden werden. Aya muss erfahren, dass Chemus K. Ruhe gefunden hat. Der letzte Magi. Wo geht es denn hier aber runter, Alter?
bitte, Ivy! Ego ostendam tibi dolor! Wo ist der scheiß Schatz? Holen wir uns erstmal den. Hallo. Wo ist denn der Kommandant? Ultimem cod, tentatet! Weg mit dir, Schweinebacke. Ach, da ist er schon. Komm her, mein Freund. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo es hier runter geht. Tibiave! Ibi Manere!
Percutiamo, Seyon! Sie haben es! Ah, hier. Ah, guck mal. Schön. Haben wir jetzt eigentlich den Apfel? Sollen wir mal gucken? Ah ja, hier, wir haben ihn wieder. Eine markante Kugel mit seltsamer Inschrift. Wir haben wieder zwei. Wenn du einen Gegner... Was? Nach einer Höchstleistungsangriff kannst du eine Kombo von leichten Angriffen folgen lassen. Ach, das hatten wir mit ihr, ne? Nach einem heimlichen Kill. Ich finde den ja eigentlich auch cool. Flug zu steuern. Ich kaufe den jetzt einfach. Oh. Da brauchen wir aber noch ein bisschen. Ägyptischer Prinz. Oh, ich habe einen neuen Jagdbogen. Raubtierbogen haben wir auch, hä? Alles irgendwie an uns vorbeigeflogen. Ja. Ziele. Flavius. Als hochrangiges Mitglied des Ordens der Ältesten war Flavius der Mörder von Bajex und Ayas Sohn, Chemo. Von Wahnsinn und blutrünstiger Machtgier besessen, hinterließ er mit dem Relikt des Orakels einen blutigen Pfad der Zerstörung in der römischen Provinz Kyrenaika. Als Bajek im Gegenzug Flavius' Leben nahm, zeigte dieses Monster keinerlei Reue für die grausamen Dinge, die er getan hatte. Kalt und berechnend, bis zum Ende, erklärte er Bajek spöttisch den Glanz Roms. Alle Quests. Haupt, der letzte Magi. Wollen wir die erstmal machen? Sprich in Alexandria mit Aya. Oder wir machen hier erstmal noch die hier fertig, die wir hier haben. Was machen wir eher, oder? Ach, das machen wir noch hier, komm. So, aber vorher werden wir die Folge nochmal beenden. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid in 2 Tagen wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf, wenn ihr Bock habt. Sehen wir uns übermorgen. Ciao, ciao.